Servus Leute, herzlich willkommen zu einer weiteren Bundesliga-Prognose. Heute zum 29. Spieltag zur Partie VfL Wolfsburg gegen FC Bayern München. Ja, wie werden die Bayern-Spieler das Aus in der Champions League weggesteckt haben? Und werden sie den Fauxpas von Leipzig von gestern, dieses Unentschieden, ausnutzen können, um den Vorsprung wieder auf 7 Punkte auszubauen? Wir werden es erleben. Die Wolfsburg haben eine Niederlage gegen Frankfurt hier in dieses Spiel, hier in die Volkswagen Arena zu Wolfsburg. Und auch hier wird es spannend zu sehen sein, wie das Team das verarbeitet hat. Ja, Aufstellungen wie immer basieren auf den voraussichtlichen Aufstellungen, auf den Prognosen des kicker.de. Und daher übernehme ich da wie immer keine Gewähr. Hier sind die Spieler im Fokus, Weghorst und Coman. Beides verdiente Spieler. Die Statistik übrigens zwischen Bayern und Wolfsburg, ganz kurz. Es gab 47 Spiele zwischen den beiden Mannschaften. Wolfsburg gewann davon 4, 6 Mal unentschieden und 37 Mal konnte der FC Bayern hier als Sieger vom Platz gehen bei einer Partie zwischen diesen beiden Mannschaften. Und für beide Mannschaften geht es durchaus um noch etwas. Deswegen mal sehen. Castells und Tor bei Wolfsburg. Davor Roussillon, Brooks, Lacroix und Gerhard Schlager davor. Dann Brekalo, Philipp, Baku und ganz vorne Weghorst. Wie gesagt, ich übernehme keine Gewähr und neben Lacroix spielt Mbabu. Bei den Bayern Neuer im Tor, davor Davies, Alaba, Boateng, Pavard, davor Martinez, Kimmich, dann die Dreierkette Coman, Müller, Sané und ganz vorne drin Erik, Maxim, Schubomoting, mit dem der FC Bayern noch gerne verlängern würde, nur gibt es auch andere Interessenten. Wir wissen ja, Boateng fliegt zum Beispiel raus und Alaba geht auch. Bleibt dann nicht allzu viel übrig. Es wird spannend im Sommer. Anstoß VfL Wolfsburg. Brooks auf Philipp. Aber Bayern dazwischen. Müller. Ja, diese Saison aus Sicht des FC Bayern nicht ganz so gut. Man hat nur noch die Chance auf die deutsche Meisterschaft. Coman abseits. Man ist kläglich im Pokal gescheitert gegen Holstein Kiel. Und man hat leider ein Tor zu wenig geschossen beim Sieg in Paris, um noch das Champions League Halbfinale zu erreichen. Schade. Wäre doch mal ganz schön gewesen, wenn eine deutsche Mannschaft den Champions League Titel hätte verteidigen können. Und wenn es überhaupt eine Mannschaft schaffen kann aus Deutschland, dann ist es nun mal der FC Bayern. Dortmund ja auch ausgeschieden aus der Champions League. Zweimal in Folge verloren gegen Man City. Da war es also nicht mal knapp. Und nächste Saison dann vielleicht Eintracht Frankfurt zum ersten Mal in der Champions League. Das wird auch sehr, sehr spannend zu sehen sein. Müller, Choupo-Moting verliert den Ball da gegen Mbabu. Bayern aber gleich wieder am Ball, halten den Druck hier hoch. Das ist sehr schön zu sehen. Müller, Martinez. Aber verliert den Zweikampf. Mbabu, Coman dazwischen, hat den Ball gleich wieder. Einzig ein Abschluss fehlt. Sané! Da habe ich es gerade gesagt. Und dann kam der Abschluss. Erste große Chance für den FC Bayern. Durch Leroy Sané. Hätte er mehr draus machen müssen. Das war auch schon so ein Problem gegen Paris in Paris. Sané war oftmals sehr, sehr gut vorm Tor. Hätte das Ding eigentlich machen müssen. Er hat es dann aber nicht. Und dasselbe sehen wir hier gerade wieder. Seine Abschlussqualitäten sind unbestritten, aber bei den Bayern läuft das noch nicht so. Coman. Sehr oft Einsätze, wo man hinterher sich fragen musste, hat sich der Transfer wirklich gelohnt? Oh, Riesenmöglichkeit hier für die Bayern. Von Castells da sehr, sehr gut geklärt. Das hätte das 1:0 auch schon wieder sein können. Jetzt vielleicht mal eine Wolfsburger Chance. Nein, die Bayern da sehr aufmerksam hinten. Das klappt heute schon mal ganz gut. Können auch den Druck
dann gleich wieder aufbauen. Martinez, Müller, Choupo-Moting. Mit einem schönen Pass auf Sané, der mal ein bisschen seine Geschwindigkeit nutzen könnte, aber den Ball da verliert. Es gibt Eckball für den FC Bayern. Aus Standards kann man manchmal gefährlich sein, aber nicht immer. Kimmich, seine Ecken sind nicht bei allen Bayern-Fans unumstritten, sagen wir es mal so. Kommen oftmals ungenau, zu flach. So wie hier. Und dann entsteht daraus keine Gefahr. Coman ist vielleicht mal mit einem Distanzschuss. Ja, vielleicht, vielleicht. Die Chance hat er immer noch. Wartet aber viel zu lange. Und jetzt hat Wolfsburg den Ball. Jetzt haben sie ihn sicher. Baku, Fehlpass, Martinez, Choupo-Moting. Hätte direkt weiterspielen können. Also die Wolfsburger Abwehr, die steht nicht sicher. Sie betteln gerade noch dem 1:0 durch die Bayern. Aber die Bayern sind noch nicht in der Lage, das zu nutzen. Sieht man dabei die Sané-Chance. Ja, die muss einfach drin sein. Wenn du da so viel Platz hast, so frei abschließen kannst, dann muss das Ding drin sein. Und eben bei dieser Möglichkeit waren die Bayern, glaube ich, selber überrascht, dass sie überhaupt so oft an den Ball gekommen sind im Strafraum. Wieder Ecke, wieder Kimmich. Kommt jetzt besser rein? Ja, ein bisschen! Ein bisschen sehr sogar. Martinez hier mit dem Kopfball. Das war eine sehr, sehr gute Ecke sogar von Kimmich. Und ein sehr guter Kopfball von Martinez. Nicht ganz präzise genug, aber die Wucht hat gestimmt. Da hätte auch mehr draus werden können. Also die Bayern jetzt schon mit 3 richtig guten Chancen und einer Halbchance, würde ich jetzt behaupten. Mal sehen, was FIFA am Ende sagt in der Statistik. Von Wolfsburg musste definitiv ein bisschen mehr kommen. Schlager. Gerhard. Brekalo, vielleicht mal über die Flügel, genau, Roussillon, bringt den Ball dann nicht rein, könnte eine Ecke für Wolfsburg geben, müsste es eigentlich, auch eine Kopfballnummer von Martinez, der war echt nicht schlecht, Castells da dran gekommen wäre, der Ball ist vorher noch aufgesetzt, schwierig zu sagen, eine sehr, sehr gute Möglichkeit, Gerhard will den Eckball für Wolfsburg ausführen. Kann daraus Gefahr entstehen, vielleicht sogar ein Tor. Ecke kommt. Kimmich dazwischen. Müller. Und dann Wolfsburg gleich wieder. Baku. Lacroix. Schlager. Weghorst. Oh, schön gemacht. Aber Boateng dazwischen. Aber eine gute Idee. Und sowas rechnet man als Verteidiger eigentlich weniger. Aber Boateng hat hier sehr, sehr gut aufgepasst. Es versteht eigentlich keiner, warum der FC Bayern Boateng unbedingt loswerden will. Aber man muss es wohl akzeptieren. Müller. Pavard. Da schmeißt man sich erstmal gegenseitig um und dann ist der Ball im Aus und dann gibt es Einwurf für den VfL. Lacroix. Weiter Pass Richtung Weghorst. Quatsch, Richtung Baku natürlich, Entschuldigung. Aber der kam nicht ganz präzise an, trotzdem ist er bei Weghorst gelandet. Jetzt sind wir bei Gerhard, insgesamt Schlager. Babu in die Mitte. Und dann können die Bayern den Ball unter Kontrolle bringen. Halbzeitpause, ja 0:0, die Bayern müssten eigentlich schon mal mindestens 2:0 führen. Aber das leidige Thema mit der Chancenverwertung, es ist auch heute wieder aktuell. Nicht viel los bei Thomas Müller, der ist ein bisschen blass geblieben in dieser ersten Halbzeit. Ist nicht sein Spiel bislang, aber okay, es kann auch nicht jedes Spiel das Spiel des Thomas Müller sein. Es braucht ja auch nur eine geniale Vorlage von ihm und dann ist das auch schon wieder hinfällig, das Statement. Die Statistik, keine Tore bei beiden Mannschaften, kein Schuss bei den Wolfsburgern, dafür 4 bei den Bayern, 3 davon gingen direkt aufs Tor und nichts davon bei Wolfsburg. Aber gut, wenn ich schieße, kann auch kein Schuss aufs Tor haben. Ballbesitz 33% nur bei Wolfsburg, das ist schon sehr, sehr wenig. 67% bei den Bayern, also die absolute Dominanz. Nur halt im Ergebnis schlägt sich das noch nicht nieder. 2 Kämpfe, 6:0. Da führen die Wolfsburger eindeutig. Die Zweikampfbilanz FC Bayern nicht wirklich gut. Fouls gab es keine, Karten gab es keine. Auch keine Verletzungen, kein Abseits. Doch eins bei den Bayern muss mir wohl entgangen sein. Ah, ganz am Anfang, doch ich erinnere mich.
Und 1:3 Ecken für die Bayern. Also auch da führen sie. Schussneuigkeiten 0% bei Wolfsburg, 75% bei den Bayern, Passneuigkeit 70% bei Wolfsburg, 86% bei den Bayern. Und Highlights gab es keine. Das zur ersten Halbzeit. Sehen wir mal, wie es in der zweiten Halbzeit weitergeht. Die Bayern ist mit Anstoß. Wenn ich das beurteilen kann, gab es keine Wechsel. Supermutting. Auf Thomas Müller. Und dem jetzt vielleicht ein bisschen mehr kommen soll. Vielleicht diese eine geniale Vorlage. Ist er der beste Vorlagengeber in der Bundesliga. Spielt eine unfassbar starke Saison. Da darf man durchaus noch eine Steigerung erwarten. Müller. Auf Sané. Da ist viel Platz für Müller in der Mitte, aber man entschließt sich, auf Coman zu gehen und dann ist das Ding nicht drin. Kingsley Coman mit der Riesenchance, das 1:0 zu machen. War nicht schlecht der Schuss, war aber zu unpräzise. Die Chancenverwertung, sie wird auch weiterhin ein Thema bleiben. War Coman hier die beste Option? Ich weiß es nicht. Wolfsburg wechselt. Gerhard geht. Den Namen kann ich nicht aussprechen. Gilavogi oder so. Ist jetzt auf dem Platz. Ich sag einfach Gilavogi. Liebe Wolfsburg-Fans, bitte schlag mich nicht, wenn es falsch ist. Sané. Müller. Kimmich. Choupo-Moting. Von dem man bislang auch noch nicht so viel gesehen hat. Choupo-Moting. Oh, knapp, aber Ball ist noch bei den Bayern. Coman. Und jetzt ist der Ball weg. Babu kann da klären. Dann hat Martinez den Ball gleich wieder. Geht hier Schlag auf Schlag. Die Bayern machen es aber auch gut mit dem Druck auf den Gegner ausüben bis hierhin. Muss man neidlos anerkennen. Den Wolfsburgern fällt noch nicht allzu viel ein, mal lange Ballbesitzphasen zu haben. Sané, Kimmich, Sané, Müller. Müller macht das alleine. Müller. Choupo-Moting und dann ist das Ding tatsächlich mal drin. Ich sag's ja, eine gute Vorlage von Müller und dann ist alles, was ich vorher über ihn gesagt habe, wieder vergessen. Und hier hat er das Auge für Choupo-Moting und Choupo-Moting macht das Ding dann auch souverän rein. Dafür ist er da, dafür ist er Stürmer. Immer noch mal Müller. Da viel Platz, könnte es fast sogar selber machen, aber sieht dann, Choupo steht besser, also gebe ich den Ball ab. Und der verwandelt dann. Castells will den Raum da eng machen, aber nicht eng genug. Der Ball ist drin. 1:0 also für den FC Bayern. 62 Minuten hat es gedauert, bis das Ding dann mal drin war. Natürlich geht das Ergebnis so in Ordnung. Die Bayern haben einfach viel mehr vom Spiel, sind dominant und haben die Chancen. Sie haben aber eben auch einen riesigen Chancenwucher betrieben. Genau das hat ihnen in Paris das Champions League Halbfinale gekostet. Jetzt die Wolfsburger. Fast mit der direkten Antwort, Baku. Das war... Da bin ich vollkommen rausgebracht worden, gerade aus dem Kommentieren. Diese Durchsagen manchmal, die einfach so random kommen. Alter, nee. Sané, Kimmich. Aber da hätte Wolfsburg fast die passende Antwort direkt gegeben. Sané, Ball weg. Ich muss gerade wieder reinkommen, tut mir leid. Gilavogi. Auf den Flügel, aber da kommt keiner mehr ran. Einwurf Bayern, Pavard. Wechsel. Bei Bayern München. Niklas Scott kommt für Erik-Maxim Choupo-Moting. So bedankt man sich bei seinem Torschützen. Du schießt uns das 1:0, jetzt darfst du vom Platz gehen. Und dafür kommt ein Youngster auf den Platz. Scott. So, gespannt, was er bringt. Pavard. Ich muss dazu sagen, diesen Spieler gibt es eigentlich überhaupt nicht in FIFA. Ich musste ihn selbst erstellen. Ich habe also keine Ahnung, ob die Position überhaupt stimmt. Philipp. Weghorst. Philipp. Weghorst. Philipp. Oh, das könnte. Na.
Boateng hat da das Auge dazwischen. Es war anscheinend sogar eh abseits. Oder Foul sogar gepfiffen worden für Wolfsburg. Wo war denn da ein Foul jetzt für Wolfsburg? Hä? Wiederholung bitte? Ich will das gerne nochmal sehen. Regie, Wiederholung vielleicht? Nein? Okay, gut, dann halt nicht. Regie sagt nein. Kann ich nicht ändern, müssen wir mitleben. Ist das die Chance für den Ausgleich bei Wolfsburg? João Victor kommt für Josip Brekalo. Die Wolfsburger haben also schon zweimal gewechselt. Es steht nur 1-0. Vielleicht geht ja noch was in Richtung 1-1. Für die Bayern wäre es super ärgerlich. Stand jetzt wieder 7 Punkte Vorsprung. Was war das denn für eine Kanonenkugel? Holy shit. Mit Gewalt das Ding vors Tor geschossen. Und das war nicht mal wirklich knapp. Neuer sieht zwar, dass der drüber geht, aber ein bisschen tiefer und das Ding hätte eingeschlagen. Das war wirklich mal ein wuchtiger Freistoß. Und ich sehe schon, wie sich ein Salihamidžić da unten Notizen macht. Ja. Man kann ja mal drüber nachdenken. Kimmich auf Pavard. Pavard auf Scott. Der hat das Auge für Sané und Sané läuft in den Gegner rein. Wunderbar. Brooks. Pavard. Das ist die Wolfsburger wieder. João Victor, gerade erst gekommen. Vikors, João Victor. Geht da was für Wolfsburg? Geht da was für Wolfsburg? Das war die falsche Entscheidung. Man hätte das lieber selbst machen sollen. Roussillon. Wieder Wechsel bei den Bayern. Thiago Dantas kommt für Thomas Müller, der nächste Jungspund. Aber okay, mehr gibt die Bank auch aktuell nicht her. Thiago Dantas, Wunschspieler von Hansi Flick. Ist aber zu schmächtig, zu klein, um sich da auf Dauer durchsetzen zu können. Aber spielerisch ist er verdammt talentiert. Und das war eine Abseitsentscheidung, die ich so... Ja, es ist wohl Abseits, ja, aber es ist verdammt knapp. 2 Minuten Nachspielzeit gibt es insgesamt, die sind jetzt rum. Kann Wolfsburg doch noch das 1-1 erzielen oder gewinnen die Bayern hier knapp mit 1-0? Sie gewinnen mit 1-0, die Frage wurde sie eben beantwortet. Schlusspfiff hier in der Volkswagen Arena. Ein Spiel, das von Anfang bis kurz vor knapp von den Bayern dominiert wurde und dann hat Wolfsburg so langsam dann doch mal angefangen, hier mitspielen zu wollen und hatte auch Möglichkeiten. Choupo-Moting hat das Tor erzielt für die Bayern, 62 Minuten. Und davor hätten die Bayern schon mal mindestens 4, wenn nicht sogar 5 Tore schießen müssen. Oder können zumindest, aber 3 hätten sie schießen müssen. Naja, manchmal ist einfach der Wurm drin. Der Chancenwucher bei den Bayern geht weiter. Jetzt haben die Chance von Sané, die jetzt schon drin sein müssen. Aber das hat Castells wunderbar gemacht. Dennoch, da musst du es einfach, wenn du so viel Platz hast, präziser und platzierter machen. Und dann der Kopfball von Javi Martinez. Das war auch knapper, als sich die Wolfsburger gewünscht hätten. Ja. Hat er sich geärgert, die Nummer 8 der Bayern. Da wäre mehr drin gewesen. Hier, Coman, das war die dicke Riesenmöglichkeit. War nicht präzise genug, aber auch denkbar knapp. Und dann haben wir die 62. Müller mit dem Auge für Erik Maxim Choupo-Moting. Und der lässt sich da nicht zweimal bitten. Sehr eng an Castells da, sehr nah dran. Legt den Ball aber trotzdem souverän am Torwart vorbei und macht das 1-0 für den FC Bayern. Und dann dieser Freistoß von Wolfsburg in der 81. Philipp mit diesem Kanonenschuss. Wie gesagt, Neuer sieht da klar, dass er drüber geht, aber... Es war eben doch nicht so klar, wie es den Anschein gemacht hat. Sehen wir mal die Statistik für dieses Spiel. Da sehen wir, Wolfsburg hat 3-mal geschossen in der zweiten Halbzeit, aber nicht einmal aufs Tor. Sehe ich anders, ich würde den Freistoß als Schuss aufs Tor durchaus werten. Die Bayern haben noch genau 1-mal aufs Tor geschossen, vielleicht zur ersten Halbzeit. 6-mal insgesamt. Es ist in einem Tor gemündet, das haben wir gesehen.
Der Ballbesitz, 32% bei Wolfsburg, da haben sie sogar noch verloren. Im Vergleich zur ersten Halbzeit, die Bayern 68%, also klare Dominanz. 2 Kämpfe, 10-2 der Wolfsburg, eindeutig besser. Aber sie mussten ja auch, weil sie ständig verteidigen mussten. Ein Foul auf Seiten der Bayern, das ich nicht gesehen habe, aber gut, es wurde gepfiffen. Keine Karten, keine Verletzungen, abseits bei beiden einmal. 1:3 Ecken, da führen die Bayern deutlich. Schussgenauigkeit 0 bei Wolfsburg, 66 bei Bayern, da haben die Bayern ein bisschen verloren. 76% bei Passgenauigkeit bei Wolfsburg und 90% bei den Bayern. Brachial. Und Highlights sehen wir hier. Das Tor von Schumoting, sonst nur die Wechsel. Ich finde, der Freistoß von Philipp, der war auch ein absolutes Highlight, weil das war wirklich ein Strich. Den musst du mit der Wucht bei der Distanz erstmal so bringen. Also, ich hätte da meinen Kopf nicht dazwischen gehalten, das kann ich euch sagen, der wäre abgewesen. In dem Sinne, FIFA sagt also, Bayern gewinnt mit 1:0 bei massivem Chancenwucher und am Ende ein bisschen Glück, dass da Wolfsburg nicht die richtigen Pässe gespielt hat. Wir werden sehen, wie es ausgeht. Auf jeden Fall sage ich schon mal vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da, denn wir machen das ja regelmäßig. Und ich habe wirklich Spaß dran. Ich hoffe, ihr auch. Und ich würde mich freuen, wenn ihr demnächst mal wieder dabei seid. In dem Sinne, macht's nicht gut, macht's besser. Euer Schraubse. Bis zum nächsten Spieltag, der dann unter der Woche ist. Denn dann ist ja englische Woche. Oder gerne könnt ihr auch beim Pokémon Let's Go Pikachu reingucken, bei meiner Meinung oder bei Xenoblade Chronicles 2 New Game Plus Story Run. In jedem Fall halte ich jetzt die Klappe und wünsche euch noch einen wunderschönen Resttag. Bis dann und ciao.